Leute, kennt ihr das? Draußen ist es warm, ihr wollt gar nichts machen. Ihr wisst aber genau, es muss noch gekocht oder gegrillt werden. Ihr geht in die Küche, zieht euch einen Espresso und seid versetzt in den Süden Europas. Was kann man jetzt kochen? Was kann man jetzt grillen? Es soll erfrischend sein, es soll eine komplette Mahlzeit sein. Also sind wir bei was Kaltem. Salat. Hatten wir schon so oft. Wirklich so richtig oft. Naja, okay. Was gibt's noch? Brot. Brot können wir machen. Ja, das ist sehr toll. Gazpacho. Gazpacho haben wir noch nie gemacht. Diese kalte Suppe aus dem Süden Europas, die einfach nur erfrischend, fruchtig, ja, lecker ist. Wie ich die genau mache, das zeige ich jetzt. Zutaten, super simple Geschichte. Ich habe hier Tomaten, rote Paprika, eine Gurke, Knoblauch, frisch, Melone, für den Geschmack, also um noch ein bisschen Pep da reinzubringen, Erdbeeren. Dann nehme ich noch frischen Basilikum, ich nehme Olivenöl und eigentlich kommt Sherry-Essig rein. Sherry-Essig schmeckt mir aber nicht, der ist mir zu herb. Deswegen nehme ich Weißweinessig. Ich fange einfach mit der Gurke an. Die wird geschält. Spitze ab, Heck ab. Und dann einfach nur vierteln und mehr brauchen wir gar nicht. Und dann geht das Ganze ab ins Mixgefäß. So, Tomaten. Gleiches Spiel. Wir schneiden uns hinten den Strunk raus. Zack. Durchschneiden, durchschneiden. Upsa. So. Mehr ist es nicht. Das machen wir jetzt mit mehr Tomaten. Ich sage euch gleich, wie viele es waren. So, das waren jetzt erstmal 6 Tomaten. Das pürieren wir jetzt erstmal vor. Dann nehmen wir uns Paprika, 2 Stück. Oben ab, schälen wir wie immer rein. Einmal rum, kann man direkt auch die weißen Häute mit rausschneiden. Kerngehäuse weg. Einmal in der Mitte durch. Und dann ab dafür. So, Strunk weg. Das ist schön, der fällt dann nämlich einfach so raus. Die einfach nur da rein. Nochmal pürieren. So, da kommt jetzt einiges rein. Ihr seht aber, das Behältnis ist voll. Da gibt es also nichts mehr dran zu rütteln. Das heißt, die Hälfte davon tun wir jetzt schon mal weg. Dann haben wir hier die Melone. Zack, die halbieren wir. Für die eine Hälfte. Hier schneiden wir nur grob raus. Zack. Die riecht gut. Man sagt ja mal, Wassermelone schmeckt so nach nix. Finde ich gar nicht. So. Damit haben wir das schon mal geklärt. Dann Weißwein. Essig. Entschuldigung, Weißwein, Essig. Ein schöner Schuss.
Also bei dem, was da an Gurke und Tomate drin ist. Ja, mal 2 Teelöffel. Nachwürzen kann man immer noch. Pfeffer. Wo ist mein Pfeffer? Da. Auch da eine ordentliche Portion. Darf ruhig ein bisschen Bums hinter sein. Knoblauch habe ich vergessen. Ich liebe frischen Knoblauch. So, den nun mal da hinten den Strunk abschneiden. Einmal in der Mitte durch. Ein bisschen klein hacken. Den Rest erledigt der Mixer. So. Und als Highlight noch eine gute Handvoll Erdbeeren. Zack. Also gut aussehen tut's ja. Oh, Deckel drauf, bevor wir pürieren. Das kann ich hier noch renovieren. Dann kommt noch ein guter Schuss Olivenöl da rein. Jetzt wird es noch angerichtet. Manche würden jetzt einen Teller nehmen, weil es eine Suppe ist. Ich nicht. Meine Gazpacho. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Löffel voll aus dem Teller schmecken würde. Aber ganz ehrlich, so als Drink, jetzt am besten noch ein paar Eiswürfel rein, schön eisgekühlt. Ey, das ist ja mal richtig erfrischend. Also das ist ja wohl. Einfach lecker. So muss das sein. Und so hat man innerhalb von, ja, das war jetzt 20 Minuten und 30 Sekunden inklusive Ansprache und Beendigung, mal eben ein kleines, erfrischendes Gericht für den Sommer gezaubert. Wenn euch das genauso gut gefallen hat, macht es doch einfach mal nach. Gesehen habe ich das ähnlich gemacht bei Tim Brot mit Ei. Guckt euch seinen Kanal mal an und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut!